Du bist es. Endlich habe ich dich. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich will ja deine Illusion nicht kaputt machen, aber es sieht nicht gut für dich aus. Chef, wieso tust du diese Dinge? Kennst du das Gefühl, wenn man niemandem wehtun will, kann es aber einfach nicht lassen? Aber dein Tod wird was ganz Besonderes.